Echten Rotenburger Bürgern blutet das Herz, wenn sie diese Bilder sehen. Das Haus Nummer 11 in der Rotenburger Brotgasse musste abgerissen werden. Dort, wo sich das Gebäude in die hübsche Fachwerkzeile fügte, klafft nun ein Loch wie eine gewaltige Zahnlücke. Das Haus hatte im Dezember nach vermutlich fahrlässiger Brandstiftung lichterloh gebrannt. In den vergangenen Tagen hatten Experten festgestellt, dass das Haus sich neigte und umzukippen drohte. Kurzerhand rückte der Abrissbagger einer Bebraer Firma an und machte das Haus in wenigen Tagen dem Erdboden gleich. Beim Abriss mussten die Arbeiter umsichtig sein, um die Nachbarhäuser nicht zu beschädigen. Auch die Tatsache, dass das Gebäude in den vergangenen Jahrhunderten mit wechselnden Materialien umgebaut und renoviert wurde, bereitete den Bauarbeitern Schwierigkeiten. Das genaue Alter des Hauses ist nicht bekannt. Vermutlich wurde es Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut.